Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Bei uns in Deutschland ist es 18 Uhr, im Irak muss es 20 Uhr sein. Zu unserer zur Vorstellung des Abschlussberichtes im Projekt Bildung an Flüchtlingscamps. Sie werden im Laufe des Abends erleben, dass sich der Titel dieser Veranstaltung und dieses Projektes auch mehrmals geändert hat. Wir möchten Ihnen Abschlussprojekt in unserem Projekt SchoolDeck, School Development at Refugee Camps, Status and Perspectives of our Bridge in Kurdistan, Northern Iraq vorstellen. Dazu ganz kurz zwei Hinweise, bevor wir starten. Sie haben es schon mitbekommen, wir zeichnen diese Veranstaltung auf in zwei Teilen allerdings. Wir werden zunächst den Vortrag aufzeichnen, der gleich stattfindet. Ich stelle Ihnen gleich die Gliederung vor. Diese Aufzeichnung wird dann auch öffentlich zugänglich sein. Im Vortrag sichtbar sind immer nur die Personen, die sprechen und referieren, plus die Folien. Das heißt, da brauchen Sie keine Sorgen haben. Sie können dennoch einfach Ihre Kameras auch abschalten und müssen auch die Übertragungsrate besser sein. Nach einer kurzen Pause nachher werden wir auch den zweiten Teil, die Diskussion des Berichtes, aufzeichnen. Diese Aufzeichnung werden wir aber nur für interne Zwecke innerhalb unserer Gruppe verwenden, um vielleicht den einen oder anderen Punkt, den wir uns überlegt haben, in unserem Abschlussbericht noch zu schärfen. Ich würde Sie also bitten, Ihre Kameras abzuschalten, Ihre Mikrofone sowieso auszuschalten und im zweiten Teil, wie gesagt, in der Diskussion, wenn es für Sie in Ordnung ist, dass Sie aufgezeichnet werden, wie gesagt, für den Zweck dann einfach mal wieder einschalten. Wir haben uns ein relativ dichtes Programm überlegt und trotzdem wollen wir viel Zeit darauf verwenden, mit Ihnen gemeinsam ins Gespräch zu kommen über dieses Projekt und über diesen Abschlussbericht. Wir werden gleich drei Grußworte, Begrüßungen hören für unsere Forschungsgruppe selbst von Thorsten Bohl, für das Projekt Our Bridge von Parua Baco und für das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Frau Kurkowski-Schuler. Nach dieser Begrüßung wird Thorsten Bohl eine Einführung in theoretischen Grundlagen in die Entstehung dieses Projektes geben, bevor ich ganz kurz auf das methodische Vorgehen im Projekt eingehen werde. Anschließend werden die drei jetzt zum schon ehemaligen Masterstudierenden, die in diesem Projekt mitgearbeitet haben, ihre Ergebnisse, ihre Teilprojekte vorstellen und andiskutieren. Nach einer kurzen Pause gegen 19 Uhr wird Thorsten Bohl dann zusammenfassend aus diesen drei Ergebnissen die Ergebnisse diskutieren und die Perspektiven, die Art, die wir daraus gezogen haben, vorstellen. Bevor wir dann mit Ihnen allen ins Gespräch kommen wollen über dieses Projekt, über die Ergebnisse, über die Perspektiven des Projektes, bevor abschließend dann zwei kurze Schlussworte, das Ende dieser Veranstaltung. Soweit also das geplante Vorgehen. Und damit übergebe ich schon an Thorsten Bohl für seine Begrüßung. Ja, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Wir sind heute hier, um den Abschlussbericht unseres Forschungsprojektes vorzustellen. Und Sie sehen hier in gedruckter Form den Abschlussbericht. Michael und Paro, ihr kennt es auch noch nicht. Es ist auch ein Vorabdruck, aber ihr bekommt dann auch einen Druck. Also es gibt diesen Abschlussbericht und man kann ihn auch in die Hand nehmen, auch wenn ihn noch nicht jeder in der Hand hat. Ja, und ich darf ganz kurz unsere Forschungsgruppe vorstellen. Markus Jüring haben Sie schon gehört. Er ist Professor für Schulpädagogik an der Universität Tübingen und wird auch mehrfach hier noch sprechen und moderiert auch die heutige Veranstaltung. Und ich möchte vor allem unsere drei Masterstudierenden noch mal kurz vorstellen, die ihre Teilprojekte berichten werden. Und zwar Youssef El-Damati. Er arbeitet inzwischen nach dem Abschluss seines Masters in Tübingen in der Baden-Württemberg-Stiftung in der Abteilung Bildung als Bildungsreferent mit den Arbeitsschwerpunkten Schülerinnen und Schüler aus schwächeren sozioökonomischen Verhältnissen und Schulen in herausfordernder Lage. Er betreut bekannte Projekte der Baden-Württemberg-Stiftung, zum Beispiel Talent im Land oder Kicken und Lesen. Und was für uns bei ihm interessant war mit Blick auf unser Projekt ist, er spricht Arabisch, was durchaus hilfreich war während unseres Aufenthaltes im Irak. Dann Luisa Kähne, auch sie hat unseren Master Schulforschung und Schulentwicklung erfolgreich abgeschlossen. Sie wohnt und arbeitet in Berlin als selbstständige Medienpädagogin
und Design Thinking Coach. Und dabei ist sie aktiv in der Gestaltung und der Suche nach neuen Lösungen, vor allem für schülerzentriertes und zukunftsorientiertes Lernen, etwa in dem Projekt School in a Box. Dann als drittes Silke Fischer. Sie ist Lehrerin unter anderem für Biotechnologie an einer beruflichen Schule in Heilbronn, ist auch Lehrbeauftragte am Seminar für Lehrerinnenbildung berufliche Schulen Stuttgart, unter anderem für Biotechnologie. Und sie ist auch Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg. Und sie war für unser Projekt auch deswegen interessant, weil sie viel Auslandserfahrung hat und zum Beispiel auch zahlreich kooperiert hat mit Partnern in Afrika. So haben wir hier eine sehr interessante kleine Forschungsgruppe zusammengestellt. Und im Kern der Dinge, von dem, was wir untersucht haben, den Kern kann man vielleicht wie folgt fokussieren. Wir wollten wissen, wie Bildung für schwer traumatisierte Kinder aussehen kann an einer guten Schule direkt an einem Flüchtlingscamp. Das war eigentlich die zentrale Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Was ist die adäquate Pädagogik für schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche? Nicht eine Therapie, sondern Bildung. Das ist das, was wir hier fokussieren in unserem Bericht. Ja, und jetzt freue ich mich sehr, dass Paua Baku und Frau Bukowski-Schulert zu Beginn einige Worte sprechen. Paua Baku ist Gründer von Our Bridge und eigentlich sind wir heute nur wegen ihm hier. Ich glaube, so viel kann man sagen. Und Paua, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Und bitte, du hast das Wort. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich freue, heute hier sein zu dürfen, gemeinsam mit Ihnen. Ich freue mich sehr darüber und einen Einblick in die Forschungsergebnisse zu bekommen, die unter Federführung von Herrn Professor Dr. Bull und Marco Syring entstanden sind und welches natürlich auch von Frau Fischer, Frau Kehne und Herr Aldemati zusammengetragen wurden. Ihnen gilt mein besonderer Dank. Natürlich möchte ich mich auch bei Frau Kukowski-Schulert, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg bedanken, sowie bei Herrn Keil und bei Herrn Nowak, die das Projekt finanziell möglich gemacht haben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin und wie sehr ich mich freue, dass dieser Abend hier heute stattfinden kann. Und für mich, für uns, ist dieser Moment allen voran ein Beweis dafür, dass Dinge, die notwendig sind, auch entgegen aller Wahrscheinlichkeiten ihren Weg finden können, wenn genug Wille da ist und wenn die richtigen Menschen zusammenkommen. Von daher ist dieser Abend und dieser Moment vor allem für uns der Beweis dafür, dass der Mythos gebrochen werden kann und dass nichts unmöglich ist und dass auch an Orten, wo sehr wenig Hoffnung ist, Veränderung möglich ist. Und wir können gar nicht beschreiben, wie sehr uns das motiviert und wie sehr wir uns auf den heutigen Abend freuen. Deswegen nochmal vielen tausend Dank für die Zeit, für die Arbeit, für die Mühe und alles, was im Investment noch mit dahinter steckt. Danke, danke, danke. Vielen Dank, lieber Paua. Und neben Paua Baku sitzt übrigens Michael Erk. Er ist Mitschulverantwortlicher an der Schule von Our Bridge und wird am Ende auch nochmal ein Schlusswort sprechen und vermutlich auch in der Diskussion mit dabei sein. Ja, und Frau Bukowski-Schulert vertritt so ein bisschen, zumindest aus unserer Sicht, das Land Baden-Württemberg. Und dass sie jetzt hier ist, ist nicht zufällig, weil das Land Baden-Württemberg wirklich sehr viel investiert hat in die Unterstützung von Jesidinnen und Jesiden nach dem Massaker von 2014. Und deswegen ist es auch für uns eine sehr gute Verankerung unseres Projektes, dass wir so eine gute Unterstützung vom Ministerium erfahren. Vielen Dank, Frau Bukowski-Schulert, dass Sie hier sind und Sie haben das Wort. Vielen Dank. Also der Dank gehört ja nicht mir, der Dank gehört vor allen Dingen auch den vielen Mitarbeitenden des Landes und vor allen Dingen auch dem Staatsministerium, das ja gerade die Aktion, die sie beschrieben hatte, finanziert hatte. Und meine Kollegin Frau Mundel, die heute auch dabei ist, und ich hatten das Glück, muss ich sagen, wirklich ein Glück. Man hat manchmal so Highlights in seinem Berufsleben. Im April 2019 bei einer Delegationsreise in den Nordirak dabei sein zu dürfen.
Und ich fürs Wissenschaftsministerium sozusagen als Mitarbeiterin des Wissenschaftsministeriums, weil wir dort ja auch die Psychotherapeutenausbildung an der Universität Duke betreuen. Und ich konnte mir dann dort, oder wir konnten uns das vor Ort anschauen. Wahnsinnige Eindrücke, tolle Eindrücke. Und die Reise endete mit dem Besuch bei Our Bridge. Und wir konnten ein wunderbares Projekt sozusagen als Abschluss unserer, als eine der vielen hervorragenden Eindrücke sehen. Und ich möchte Ihnen einfach etwas zeigen, was mir dann, ich hoffe, Sie können das so sehen, das ist eine gehäkelte Rose. Und diese gehäkelte Rose steht immer auf meinem Schreibtisch neben meinem Computer und ich schaue täglich da drauf. Denn diese Rose war so ein Geschenk, das uns übergeben wurde. Und diese Rose wird von einer der Witwen, die dort die Kinder betreut ist, gehäkelt worden. Und wir konnten anhand der Gespräche sehen, wie toll es ist, dass auch die Frauen, also nicht nur die Kinder betreut werden, sondern auch die Frauen, die dort die Kinder betreuen, integriert werden. Und immer wenn ich auf diese Rose schaue, da denke ich mir, es gibt noch Hoffnung. Weitermachen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kubowski-Schulert. Vielen Dank, Parua. Vielen Dank, Thorsten, für eure einleitenden Worte und Begrüßungen. Wir sind noch im Zeitplan und gehen schnell über zur Einführung und zu den theoretischen Grundlagen dieses Projektes, dieses etwas außergewöhnlichen Projektes. Und die wird Thorsten Bohlen von. Ja, unser Projekt startet mit einem entsetzlichen Tag 2014. Am 3. August 2014 überfällt der Islamische Staat die Region Shingal im Norden des Iraks. Und es kommt zu einem Völkermord, wie es inzwischen anerkanntermaßen von der OM auch bezeichnet werden kann, an den Jesidinnen und Jesiden. Diese Tat ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Es kommt zur Flucht, zur Versklavung, zu Leiden, insbesondere auch für Frauen und Kinder, die noch heute vielfach versklavt und verschleppt sind in Syrien und im Irak und anderen Regionen. Aus diesem Massaker heraus, mit all seinen fürchterlichen Folgen, hat die UN 20 Flüchtlingscamps im Nordirak finanziert, eines davon in Khankeh. Das ist neben Dohuk gelegen im Norden von Irak, fast direkt am Tigris, nur wenige Kilometer vom Tigris entfernt. Und bereits im Oktober 2014 hat Paro Bako von Deutschland aus, ist er losgereist und hat kurze Zeit später in der Region selber das Massaker mit erlebt und hat daraufhin kurz entschlossen ein Waisenhaus gegründet, das bereits im Oktober 2014 startete unter dem Namen von Our Bridge. Dieses Projekt Our Bridge ist eine Initiative deutsch-kurdischer Studierender aus Oldenburg unter der Federführung und dem Engagement von Paro Bako. Es ist eine unpolitische und religiös unabhängige Einrichtung, die durch Spenden finanziert ist. Wer sich dafür genauer interessiert, wir gehen jetzt hier heute nicht ausführlich auf diese schreckliche Zeit ein, der kann sich sehr gut informieren. Es gibt sehr viele Informationen, Filme und Bücher und ich darf Ihnen beispielhaft zwei kurz hier vorstellen. David Ben Kürzdörfer, der selber auch im Vorstand von Our Bridges, hat einen Film gemacht, Das Volk eines Engels, und hat in diesem Film Opfer und Familien interviewt, die das Massaker miterlebt haben. Das ist ein sehr, sehr eindrücklicher Film. Und Paro Bako hat eine Autobiografie geschrieben über die Zeit vor dem Massaker, auch über das Massaker und die Zeit danach und auch die Gründungsphase von Our Bridge. Farman heißt das Buch, natürlich sehr, sehr eindrücklich. Und ich kann dieses Buch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn Sie sich informieren wollen, was dort alles geschehen ist. Es ist auch eine sehr eindrückliche Schilderung historischer Kontexte und kultureller Kontexte. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel über die Region erfahren.
Ja, dann ging es weiter und ich mache jetzt einen kleinen Sprung nach vorne. 2019, über eine ehemalige Studentin von mir, kam ich mit Michael Erk in Kontakt, Vorstandsmitglied von Our Bridge. Und die Anfrage von ihm lautete, gibt es Kooperationsmöglichkeiten zwischen der Abteilung Schulpädagogik und der Schule von Our Bridge. Jetzt wird man auf den ersten Blick vielleicht sagen, ja klar, das machen wir, aber ich kann Ihnen sagen, das ist gar nicht so einfach. Weil es ist so, es gibt natürlich Expertise hier in der Schulpädagogik zu den Themen Schulforschung und Schulentwicklung. Das kann man, glaube ich, auch selbstbewusst darstellen. Aber man kann ja nicht einfach dorthin reisen und sagen, so, wir machen Schulentwicklung in Deutschland und nun orientiert euch mal an der Schulentwicklung der westlichen Welt. Ja, so einfach geht es nicht und wir können auch nicht so locker unsere Qualitätsmaßstäbe auf die spezifische Situation dort übertragen. Deswegen haben wir wirklich lange überlegt, was macht Sinn, welches Projekt kann man in Gang bringen, um eine Win-Win-Situation wirklich erzielen zu können. Wir haben daraus einen 3-Stufen-Plan entwickelt, haben, wie erwähnt, dankenswerterweise und übrigens auch mit einem riesigen Tempo finanzielle Unterstützung vom Wissenschaftsministerium bekommen. Ich darf in Klammer dazu sagen, es ging eigentlich noch nie so schnell mit dem Wissenschaftsministerium wie in diesem Fall, das muss ich wirklich sagen. Und das zeigt vielleicht auch, wie groß das Engagement in dieser Frage ist. Und das hat uns wirklich auch sehr, sehr motiviert. Dann wurden 2 Reisen geplant. Die erste Reise im Oktober 2021, da war ich alleine im Nordirak bei Our Bridge und habe quasi versucht, quasi das Feld zu sondieren und mal zu überlegen, was man genauer machen kann. Und dann haben wir im Februar und März 2022 mit einer Forschungsgruppe die 2. Reise gestartet. Und da waren dann Josef El-Tamati, Luise Kähne und Silke Fischer mit dabei. Und Markus Syring war der große Logistiker im Hintergrund, der die Kontakte gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass alles reibungslos läuft. Von daher war das eine ideale Kombination. Ja. Und der Kern unserer Forschungsfrage, den wir dann herausgearbeitet haben, lautete: Wie zeigen sich Stand und Perspektiven der Entwicklung der Schule von Our Bridge aus der Sicht zentraler Akteure? Und darauf haben wir uns dann verständigt. Das heißt, im Grunde machen wir nichts anderes in unserem Forschungsprojekt, wie den Akteuren dort Stimme zu geben, Interviews durchzuführen, die Stimmen und Sichtweisen aufzunehmen und dann zu systematisieren und in unserem Abschlussbericht darzulegen. Wenn man es ein bisschen scharf formuliert, sind wir im Grunde Stimmengeber für die Akteure vor Ort. Uns interessiert die Meinung von denen und die systematisieren wir. Das ist das Anliegen unseres Forschungsprojektes. Aus dieser zentralen Frage heraus haben sich 3 Teilprojekte entwickelt. Das erste Teilprojekt untersucht Voraussetzungen der Schülerinnen und der Umgang der Lehrkräfte mit diesen Voraussetzungen. Das zweite Teilprojekt betrachtet die interne Steuerungsperspektive, was läuft also intern im Haus sozusagen ab. Und das dritte Teilprojekt beleuchtet die externe Perspektive, also wie sehen Akteure von außen diese Schulentwicklung von Our Bridge. Das sind die 3 Teilprojekte, die unsere 3 ehemaligen Masterstudierenden hier gleich vorstellen werden. Ja, und wie sich's für eine saubere Wissenschaft gehört zu jedem Forschungsprojekt natürlich auch Theorie. Und wir haben in unserem Abschlussbericht 2 größere Theoriekapitel verfasst. Das erste Theoriekapitel betrachtet den Kontext und die Rahmenbedingungen im Nordirak. Das, was Sie hier sehen auf der Folie, das sind quasi die Kapitelüberschriften. Und ich skizziere die nur mal kurz. Das erste Teilkapitel hier betrachtet die Geschichte der Jesidinnen und den Genozid im Shingal. Dann widmet sich ein Kapitel den Geflüchteten-Camps. Was wissen wir an Forschungsarbeiten darüber, wie es in den Geflüchteten-Camps aussieht? Übrigens sehr, sehr spannend. Da gibt es nicht viele Forschungsarbeiten, aber sehr spannend. Auch zum Beispiel, inwiefern hier überhaupt Bildungsprozesse möglich sind. Das nächste Kapitel betrachtet die Entwicklungszusammenarbeit und die Bildung für Geflüchtete. Dann haben wir ein Kapitel verfasst zum Bildungssystem in Kurdistan. Auch das war wesentlich schwieriger, als wir gedacht haben. Es gibt kaum einheitliche Publikationen. Je nach Publikation unterscheidet sich das Schulsystem beträchtlich. Und es ist gar nicht so leicht, an Informationen zu kommen, die englischsprachig sind, damit man es auch verstehen kann. Und dann haben wir die gesamte NGO, Our Bridge, natürlich beschrieben. Und der Schwerpunkt, das ist natürlich klar, liegt auf der Schule von Our Bridge. Und da möchte ich auch kurz darauf
eingehen. Wie sieht also die Schule, die wir nun untersucht haben, aus, damit Sie zumindest eine grobe Vorstellung haben, welches Profil diese Schule hat? 400 Schülerinnen und Schüler, alle kommen aus dem Geflüchtetencamp nebenan. 30 Lehrkräfte, fast alle kommen selber auch aus dem Shingal. Das ist bemerkenswert, sind also auch Opfer des Massakers und fast alle leben auch im Geflüchtetencamp zusammen mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist auch klare Strategie der Schule, dass eben nicht nur Schülerinnen und Schüler hier sind, sondern auch Lehrkräfte, die die gleiche Biografie, das gleiche Schicksal teilen. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 6 und 15 Jahre alt. Es gibt 4 Klassenstufen, wobei jede Klassenstufe ungefähr 2 Jahrgänge aufnimmt. Die Klassen sind vergleichsweise klein, 15 Schülerinnen und Schüler, und das ist auch ein klarer Teil der Pädagogik. Und ich kann Ihnen sagen, diese Zahl 15, die ist gar nicht so leicht festzulegen, weil wenn Sie mal dort waren und gesehen haben, wie Kinder und Jugendliche am Zaun stehen und reindrücken und rein wollen in die Schule, dann ist es gar nicht so leicht zu sagen, wir bleiben bei 15, weil würde man 30 sagen, könnte man doppelt so viele Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Aber eine Pädagogik ist natürlich unterschiedlich, ob man 15 oder 30 Schülerinnen oder Schüler oder sogar 40 oder 50 im Klassenzimmer hat. Deswegen ist die Entscheidung, hier bei 15 zu bleiben, ist eine klare Entscheidung für eine spezifische Pädagogik, bei all den Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Die Schule, das ist auch wichtig, um zu verstehen, wie sie sich einordnet in das Schulsystem dort. Die Schule ergänzt die öffentliche staatliche Schule. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen gehen zum Beispiel vormittags an die öffentliche Schule und nachmittags zu Our Bridge oder gegengleich. Und dementsprechend ist der Alltag in 2 Blöcken organisiert, nämlich in einem Vormittags- und Nachmittagsblock mit jeweils 3 Stunden. Die Fächer, die angeboten werden, sind zum Teil wie bei uns, Mathematik, Englisch, Sport, Kunst, zum Teil aber auch anders, zum Beispiel Mediation als ein wichtiges Fach, auch spezifisch für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen gedacht. Und natürlich liegt ein Schwerpunkt darauf, überhaupt die Grundlagen mit Lesen und Schreiben voranzubringen. Inklusion ist ein Thema, auch das für diejenigen, die sich hier vielleicht auskennen, natürlich hochinteressant. Inklusion wird ja in Deutschland auch viel thematisiert und es ist wirklich höchst erstaunlich zu sehen, wie Inklusion dort in der Schule abläuft. Und zwar läuft es viel lockerer und leichter ab wie bei uns. Wir können das gerne in der Diskussion noch klären, aber es ist sehr eindrücklich, wie hier geistig behinderte oder körperlich behinderte Kinder ganz leicht integriert und inkludiert werden. Die Schulleitung besteht aus einer Doppelspitze der Schulleiterin und dem 2. Vereinsvorstandsvorsitzenden, das ist Michael Erk. Bemerkenswert ist auch, dass die Schule fast natürlich und folgelogisch einen breiten Auftrag und eine breite Aufgabenstellung auch hat. Hier geht es nicht nur um Wissensvermittlung, beileibe nicht. Es ist ein sehr ganzheitliches Konzept. Dazu gehört auch Ernährung oder beispielsweise Hygiene, wie Sie hier beispielhaft an den Zahnbürsten sehen, die für jeden Schüler und für jede Schülerin hier bereitgestellt ist. Das ist nun ein kleiner Einblick in das Profil. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Gespür dafür, wie es vielleicht aussieht im Unterschied zu den Schulen, die wir vielleicht hier in Deutschland und anderen Regionen kennen. Das zweite Kapitel, das zweite Theoriekapitel betrachtet die theoretische Rahmung des Forschungsprojektes. Hier sind wir quasi in den nationalen, internationalen Forschungsstand eingetaucht und haben nochmal herausgearbeitet, was es zu Theorien der Schule, zu Funktionen der Schule, zu Schulqualität und Schulentwicklung gibt und was vielleicht relevant sein könnte für die Schule von Outbridge. Dann haben wir ein spezifisches Modell, nämlich das Angebot-Nutzungsmodell, in den Mittelpunkt unseres theoretischen Rahmens gestellt. Das beschreibe ich gleich genauer. Und haben natürlich noch weitere theoretischen Perspektiven aufgearbeitet, die im Kontext der Arbeit von Outbridge auch wichtig sind, zum Beispiel die Lehrer-Schüler-Beziehungen oder die aus der Schulleitungsforschung. Also wie gesagt, das können Sie alles im Bericht, wenn Sie möchten, genauer nachlesen. Ich möchte Ihnen jetzt kurz das Angebot-Nutzungsmodell vorstellen, weil das unsere zentrale theoretische Rahmung ist. Das Angebot-Nutzungsmodell versucht in einer ganz spezifischen Weise Schule zu modellieren. Modellieren heißt, man konzentriert sich auf wenige, aber wichtige Merkmale. Das besteht zunächst mal darin, dass man sagt, an jeder Schule gibt es
Lehrende und an jeder Schule gibt es Lernende und die haben spezifische Voraussetzungen. Beispielsweise haben Lehrende spezifische Kompetenzen, sie haben bestimmte Einstellungen, bestimmte Haltungen und damit prägen sie natürlich Schule und Unterricht und sie unterscheiden sich untereinander natürlich erheblich. Das kennen Sie auch, das wissen Sie sicherlich aus Ihrer Schulzeit selber. Lehrerinnen und Lehrer sind sehr unterschiedlich. Bei den Lernenden ist es natürlich auch so, je nach Einzugsgebiet, nach Hintergrund hat man sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Das trifft natürlich auf Outreach in besonderem Maße zu. Dann gibt es spezifische Kontextbedingungen, in denen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler arbeiten. Es gibt natürlich kulturelle, gesellschaftliche, regionale Bedingungen, ein bestimmtes Einzugsgebiet. Es gibt eine bestimmte Klasse, die einen natürlich auch prägen kann. Eine spezifische Schule, die auch ein eigenes Profil hat. Auch Schulen unterscheiden sich untereinander ja sehr stark und es gibt ein Bildungssystem, das den Rahmen setzt. So, und der Kern des Angebot-Nutzungsmodells liegt nun darin, dass man die Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern als Angebot und Nutzung interpretiert. Das bedeutet, das, was Lehrkräfte jeden Tag quasi in die Schule mit reinbringen, kann man als Angebot bezeichnen. Lehrkräfte bereiten sich vor, ja, sie erstellen bestimmte Materialien, sie überlegen sich Aufgaben, sie überlegen sich bestimmte didaktische Phasen und so weiter. Das ist das Angebot von Lehrerinnen und Lehrern. Und dieses Angebot wirkt nur, wenn es von Schülerinnen und Schülern intensiv genutzt wird. Deswegen ist hier quasi die Qualität von Unterricht und Schule dadurch definiert, dass es zum optimalen Zusammenspiel zwischen Angebot und Nutzung kommt. Das heißt, wenn man es im Kern betrachtet, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler müssen quasi so etwas wie ein Arbeitsbündnis schmieden, damit es zu Wirkungen kommen kann. Und im Kern des Angebot-Nutzungsmodells bedeutet es, dass das Zusammenspiel von beiden alltäglich immer wieder hergestellt werden muss. Da gibt es keine Technik, kein Automatismus. Das ist ein Zusammenspiel, das im Alltag zwischen Lehrkräften, zwischen Schülerinnen und Schülern und dem unterrichtlichen Gegenstand immer wieder aufs Neue hergestellt werden muss. Wenn es klappt, dann wirkt es. Wenn es nicht klappt, wirkt es nicht oder wirkt weniger. Und die Wirkungen in diesem Angebot-Nutzungsmodell sind immer breit definiert. Es geht hier nicht nur um fachliches Lernen oder um kognitive Entwicklungen. Es geht beispielsweise auch um Motivation, um soziales Lernen. Also ein sehr breites Spektrum an Wirkungen kann man hier untersuchen. So, das ist unsere theoretische Grundlage dieses Angebot-Nutzungsmodells. Und ich werde im letzten Teil heute versuchen, Ihnen darzustellen, wie wir dieses Angebot-Nutzungsmodell mit den Ergebnissen unserer Studie zusammenbringen und wie wir es daraufhin auch verändern. Im Grunde steuern wir zu auf ein ganz spezifisches Angebot-Nutzungsmodell für Our Bridge. Ja, das Fazit hier aus diesen theoretischen Klärungen. Wir haben also eine Linie, die den spezifischen Kontext von Shinga bis in die Schule hinein beschreibt. Und wir haben eine zweite Linie, die unseren Forschungsstand darlegt, den Rahmen setzt, das Angebot-Nutzungsmodell setzt. Und ich möchte nochmal sagen, wir haben uns auch sehr viel damit beschäftigt, dass wir sehr vorsichtig und sensibel vorgehen müssen. Es ist überhaupt nicht in unserem Sinne, den deutschen Forschungsstand mal locker auf den Nordirak zu übertragen. Aber wir müssen irgendwo auch anfangen und mit unserer Kompetenz quasi arbeiten. Deswegen ist es auch folgerichtig und logisch ein Stück weit, dass das unsere Grundlage ist. Und daraus haben wir nun unser methodisches Vorgehen und unser Design entwickelt, das nun Markus Söhring vorstellen wird. Vielen Dank, Thorsten, für die Einführung und die theoretischen Grundlagen. Ich möchte Ihnen im Folgenden kurz und kompakt unser methodisches Vorgehen vorstellen. Sie haben bereits gesehen oder gehört, dass wir diese große Fragestellung, wie ist eigentlich der Stand und welche möglichen Perspektiven gibt es für diese konkrete Schule vor Ort, in drei Teilthemen aufgegliedert haben. Wir haben gefragt nach Voraussetzungen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen und wie die Schule mit diesen Voraussetzungen umgeht. Wir haben nach internen Steuerungsperspektiven und nach externen Steuerungsperspektiven. Dafür fanden 17 Einzelinterviews im Nordirak statt, größtenteils direkt vor Ort, in diesem Zeitraum Februar, März, die geführt wurden von den drei Studierenden, ehemaligen Studierenden, die Sie gleich sehen werden, Yusuf Eldamati, Fischer und Lütze, plus einer jeweiligen Simultanübersetzung. Auch dazu sage ich gleich nochmal was in den Imitationen. Einige der Interviews wurden direkt von Deutschland aus bereits geführt, über Zoom mit vor allem den Sponsorinnen und Sponsoren und einigen Mitarbeiterinnen und
Bereichen der Kultusverwaltung beziehungsweise der Gesellschaftsentwicklungszusammenarbeit. Eine weitere Einschränkung, die man gleich erwähnen kann, die uns aber sehr geholfen hat insgesamt, ist die Auswahl der Interviewpersonen. Die Schulverantwortlichen haben uns die Interviewpersonen ausgewählt. Wir haben theoretisch uns vorher überlegt, wen möchten wir befragen, wer macht Sinn für unsere Forschungsfragen. Beispielsweise war ein Kriterium, das wir gesagt haben, wir möchten Lehrpersonen befragen, Schülerinnen und Schüler, die bei dieser Lehrperson unterrichtet werden und die Familien dieser Schülerinnen und Schüler, also ein Dreieck zu konstruieren, und haben das an die Schulverantwortlichen weitergegeben und die haben uns dann entsprechend Interviewpartnerinnen und Partner vorausgewählt, mit denen wir sprechen. Sie sehen, die Interviews haben unterschiedliche Längen, die wir durchgeführt haben. Wir haben alle forschungsethischen Vorgaben, was Datenschutz und Anonymität angeht, eingehalten. Zusätzlich zu diesen Interviews, das ist aber jetzt nicht Teil der Auswertung des Berichtes, sind Hospitationen in verschiedenen Unterrichtsstunden, inoffizielle Gespräche, Fotografien, Dokumente etc. Diese Leitfadeninterviews, die Leitfäden sind recht ausführlich entwickelt worden in mehreren Pilotierungsschleifen. Wir haben versucht, möglichst authentisch und komplex die Perspektive der jeweils Anwendenden vor Ort zu erfassen. Und dann gibt es ein Prinzip, was man anwenden kann, das SPSS-Prinzip. Das heißt, wir haben in diesen drei Projekten Fragen gesammelt, sortiert, geprüft, subsumiert und dann quasi in Einzel- und Gruppenphasen zwischen uns als Gruppe und den jeweiligen drei ehemaligen Studierenden die Leitfäden erstellt. Die Tonaufnahmen, die vor Ort erstellt sind von den Interviews, die wurden anschließend transkribiert, zum Teil von den Projektbeteiligten selbst, zum Teil auch von studentischen Hilfskräften, die uns hier sehr tatkräftig unterstützen. Bevor ich zur Auswertung komme, möchte ich noch auf zwei Limitationen hinweisen. Da mit der Übersetzung und dem Dolmetschen vor Ort gehen Limitationen einher. Es gehen Bedeutungen verloren, die wir eventuell nicht oder nicht korrekt erfasst haben. Das ist eine Einschränkung, die wir hinnehmen müssen bei so einem Projekt, mit der wir dann einfach, oder die ich kritisch einfach benennen möchte. Und eine zweite, die ich jetzt exemplarisch noch nennen möchte, ist natürlich die Frage von Begriffen und Konzepten. Vorstand vorhin mal den Begriff Inklusion verwandt. Und vermutlich verstehen wir unter Inklusion was ganz anderes als eine nordirakische Mutter, die den Begriff Inklusion vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch in einem völlig anderen Kontext noch kennt oder gehört hat. Und dann quasi versuchen, trotzdem über diese Konzepte ins Gespräch zu kommen, ist natürlich eine zweite Limitation. Wie haben wir die Daten ausgewertet? Viele von Ihnen kennen das vielleicht, dieses Vorgehen, ein klassisches Vorgehen in der qualitativ rekonstruktiven Forschung, diese Inhaltsanalyse. Wir haben diese nach Meiring angewendet, und zwar in zwei Schritten. Als zusammenfassende Inhaltsanalyse, das ist das linke Schaubild, was Sie sehen, und dann als induktive Kategorienbildung. Im Kern geht es uns darum, dass wir die Interviews, die wir geführt haben, als Datenkorpus genommen haben und versucht haben, so weit zu reduzieren, zusammenzufassen, Kategorien zu bilden, sodass der Sinngehalt erhalten bleibt, aber das Material auf ein sehr geringes Grundmaterial reduziert. Und daraus, das werden Sie gleich in den Ergebnissen bei ehemaligen Studierenden sehen, daraus sind dann Kategoriensysteme entwickelt worden, Oberkategorien, Unterkategorien, Unterkategorien, die eben losgelöst von den einzelnen konkreten Personen stehen, die wir interviewt haben, und für diese Gruppe an entstehen und dann als Gruppe. So viel vielleicht für die Methode oder Methoden, die wir zur Erhebung unserer Daten und zur Auswertung angewendet haben. Und dann können Sie gespannt sein auf die Ergebnisse unserer Untersuchung. Und ich würde übergeben zunächst an Yusuf Eldamati, der das erste Teilprojekt verantwortet hat und ausgehend von seiner Forschungsfrage seine Ergebnisse vorstellen wird und kurz diskutieren. Yusuf, du hast das Wort. Vielen Dank, lieber Markus. Guten Abend auch in die Runde. Vielleicht auch nochmal zum besseren Verständnis. Bei mir bewegt sich alles auf der Mikroebene, kann man sagen. Später kommen dann die Meso- und die Makroebene. Bei mir bewegt sich eben sehr vieles auf der Mikroebene.
war sehr viel Material auf der Mikroebene. Ich hoffe, dass ich das gleich in 8 Minuten runterbrechen kann. Aber versuchen wir es auf jeden Fall. Markus, du würdest umschalten, oder? Die Folie, genau. Bei mir ging es um die Frage, ganz zentral, kann man kritisch gesehen auch in 2 Teilen, aber bei mir ging es um die Frage, mit welchen Voraussetzungen die Schülerinnen und die Schüler an die Our Bridge-Schule kommen und wie die Lehrkräfte damit umgehen. Und Sie werden gleich merken bei mir, das sind im Grunde 2 Teile. Diese Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und diese Umgangsweisen der Lehrkräfte, die eben auch mich dazu getrieben haben, dass ich sehr stark zum einen das Camp mir angeschaut habe, was gleich rauskommen wird, und zum anderen eben, was die Umgangsweise betrifft, sehr stark die Schule angeschaut habe und die Lehrkräfte, und bin auf die Kategorien gekommen, die Sie vor sich sehen. Erstmal die Oberkategorien. Ich habe gemerkt, und Sie müssen es jetzt, es sind 5 Oberkategorien, die müssen jetzt in, müssen Sie in 2 teilen, und ich sage Ihnen auch gleich, warum. Die ersten beiden Oberkategorien, das waren Oberkategorien, die nennen sich Einschränkung, Mangel und Zwang zum einen, zum anderen eben auch Ausgleich. Geht auf diese 2 Teilungen ein, die ich gerade angesprochen habe. Also wir haben einmal das Camp oder eben die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, die eben sehr stark mit diesen Limitationen, mit diesen Mängeln, mit diesen schweren Bedingungen einhergehen. Und zum anderen haben wir auf der einen Seite die Schule, die für sie eben mit einem großen Entlastungsimpact, sage ich mal, einhergeht. Und so in dieser groben Gliederung werden Sie merken, ist meine Arbeit auch, oder hat meine Arbeit ihre Form angenommen. Was Sie auch merken werden in dieser Zweiteilung ist, dass ich 5 Ebenen durchgeführt habe oder durchgezogen habe. Ich habe mir zum einen die soziale Ebene, kann man sagen, angeschaut, die soziale, die emotionale, die motivationale, finanziell und kognitiv. Und die habe ich jeweils durchgeführt, zum einen durch die Voraussetzungen, zum anderen auch durch die Umgangsweisen damit. Und das finden Sie wieder und merken Sie, wenn Sie sich hier die Unterkategorien anschauen. Da werden Sie nämlich merken, dass da ganz oft das Camp vorkommt und eben auch die Schule, die Our Bridge-Schule. Und das Camp ist da, wo es vorkommt, immer als Mangelsituation, als Einschränkung mit drin, auch auf den unterschiedlichen Ebenen, die ich gerade angesprochen habe. Und die Our Bridge-Schule auf der Gegenseite dazu ist dann sozusagen die, ja, ist die Gegenseite auf denselben Ebenen. Das ist jetzt, meine ich eben, das Undankbare, das auf 8 Minuten runterzubrechen. Diese beiden Seiten auf beiden Ebenen durchgezogen. Die Lehrer-Schüler-Beziehungen, um da jetzt gar nicht so lange drum herum zu reden, die Lehrer-Schüler-Beziehungen, die habe ich ganz bewusst, was die Kategorien, die Oberkategorien betrifft, ganz bewusst in die Mitte gesetzt. Und Sie werden später, da werde ich Ihnen grafisch veranschaulichen, warum, die spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle, wo es um diesen, um diese Umsetzung, um diesen Link geht zwischen den Bedingungen aus dem Camp heraus und dem Umgang an der Schule. Ich glaube, bevor ich jetzt anfange, Ihnen die Unterkategorien vorzulesen, können wir zur nächsten Folie, das zum Groben erstmal. Und hier sehen Sie, was ich meine. Die Lehrer-Schüler-Beziehungen, deswegen war es ganz gut, die als Oberkategorie zu nehmen. Die Lehrer-Schüler-Beziehungen nehmen eine sehr zentrale Rolle ein an der Schule. Eine wirklich unglaublich zentrale Rolle, weil die Lehrkräfte, das hat Thorsten Bohl vorhin gesagt, die Lehrkräfte leben ebenfalls im Geflüchtetencamp, kennen also die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, leben teilweise eben mit denselben Erschwernissen, mit denen sie selbst leben. Dieselben, also sie kennen ihre Einschränkungen, sie kennen die Mängel und die Zwänge, die aus dem Campleben hervorgehen. Und es ist eine wunderbare Voraussetzung, die dazu führt, wenn Sie sich jetzt die Grafik anschauen und Sie einmal in eine obere Ebene einteilen und einmal in eine linke und rechte, dann können wir sie so durchgehen. Einmal, wenn wir uns die linke Seite anschauen, dann haben wir, wie gesagt, aus dem Camp, aus dem Campleben heraus, gibt es Einschränkungen, Limitationen, Zwänge, Mängel, also eben im Grunde alles, was Schülerinnen und Schülern und ihren Familien natürlich auch, bei uns ging es eben um die Schülerinnen und Schüler, das Leben schwer macht und eben auch damit der Schule, das Schulleben schwer macht. Was aber da einen Ausgleich schafft, und so spannen wir den Bogen nach unten oder gehen wir den Pfeil nach unten, sind diese Lehrer-Schüler-Beziehungen. Die Lehrer-Schüler-Beziehungen sind darin zentral, dass an der Schule selbst diese schweren Bedingungen, mit denen die Lehrkräfte eigentlich zu kämpfen haben, die an der Schule wirken, dass die konvertiert werden, dass die umgemünzt werden zu
positiven Dingen, die die Schülerinnen und Schüler erleben. Ich kann Ihnen auch ganz konkret sagen, was ich damit meine. Also wenn, um da ein paar Beispiele zu geben, wenn die Schülerinnen und Schüler mit starken emotionalen Belastungen an die Schule kommen, dann ist es erstmal eine Voraussetzung, die das Lernen erschweren. Hier kommen aber auch schon die Lehrer-Schüler-Beziehungen ins Spiel, weil die Lehrkräfte an der Schule sehr sensibilisiert und sehr interessiert daran sind, diese Belastungen, diese emotionalen Belastungen der Schülerinnen und Schüler zu bewältigen, die anzugehen. Natürlich teilweise, aber das, und das geht aus den Interviews mit den Schülerinnen und Schülern hervor, das scheint einen sehr, sehr großen Impact auf sie zu haben und scheint ihnen sehr vieles zu geben. Wenn wir auf die Wenn wir auf die rechte Seite gehen, ist im Grunde, da werde ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil es ist im Grunde ähnlich. Also hier sind es nicht Einschränkungen und Zwänge und Mängel, die eben aus dem Campleben hervorgehen, sondern hier haben wir tatsächlich Belastungen, mit denen sie an die Schule kommen. Also wenn sie sich diese 5 Ebenen, die ich vorhin gemeint habe, emotional, motivational, kognitiv, finanziell und sozial vorstellen, dann können sie die beiden oder dann können sie die auf die beiden Seiten auch so ein bisschen verteilen. Und wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, und dann kannst du, lieber Markus, auf die nächste Folie gehen, dann kann man auch einen Gesamtzusammenhang sehen. Also dann sind diese Einschränkungen, diese Mängel, diese Zwänge, diese Negativbedingungen, die aus dem Campleben hervorgehen, die führen letztendlich dazu, dass die Schülerinnen und Schüler mit einer sehr starken Belastung an die Schule kommen. Und das merkt man auch, wenn man mit denen spricht und wenn man mit denen umgeht. Beides, die Einschränkungen und die Belastungen, das habe ich im Grunde gerade auch schon gesagt, werden über die Lehrer-Schüler-Beziehungen in gewisser Weise kompensiert. Und dann haben wir eben, dann werden die Belastungen, werden entlastet, kann man sagen. Und das führt letztlich zu einem gewissen Ausgleich, von dem man sagen muss, dass die Schülerinnen und Schüler den sehr bewusst und sehr gezielt auch suchen. Also sie gehen sehr gezielt auf die Lehrkräfte ein, sei es im Unterricht, wo es unterschiedliche Formen gibt, sei es auf dem Pausenhof, das ist uns allen ins Auge gefallen, wie auf dem Pausenhof die Schülerinnen und Schüler sehr proaktiv auf die Lehrkräfte zugehen, wie die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler umarmen. Die Lehrkräfte haben uns auch erzählt oder haben mir erzählt, wie Schülerinnen und Schüler sie ganz, ganz gezielt und ganz bewusst mit Belastungen aufsuchen und ihnen erzählen, was zu Hause passiert. Und sie sind dann diejenigen, die versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen. So, jetzt kommt die nächste Folie. Worin, ich würde direkt auf den zweiten Unterpunkt von oben direkt eingehen, worin das mündet, was sehr interessant ist, ist, dass ich hier sozusagen ich habe es Schulkulturentlastung genannt. Also hier kann man wirklich sehen, dass die ganze Schule darauf ausgelegt ist, dass die Schülerinnen und Schüler von dem, was sie zu Hause erfahren, von diesen Campbedingungen entlastet werden. Sei es durch das, was die Lehrkräfte tun, was ich gerade gesagt habe, die sehr stark sensibilisiert sind, sehr motiviert sind auch dazu. Sei es aber auch, ich habe es in meiner Masterarbeit Auslagerungsstrategien genannt, seien es die Auslagerungsstrategien der Our Bridge Schule selber. Die Our Bridge Schule ist nämlich sehr daran interessiert oder geht eben so vor, dass sie den Negativbedingungen der Schülerinnen und Schüler auf den unterschiedlichsten Ebenen entgegenkommen. Und das Vorbeugen, das können Sie sich so vorstellen, dass beispielsweise an der Schule wird zum Beispiel, da kommt der Friseur vorbei, schneidet die Haare, um eben diese Problematiken, die damit einhergehen würden, wenn man eben eine gewisse Pflege nicht umsetzt, die ganze Schule betreffen würden. An der Schule finden Sie auch Zahnbürsten zum Beispiel, um da die Zahnhygiene an der Schule zu pflegen. Also es ist Kindesgesundheit, auf die da geachtet wird, Gesundheit im Allgemeinen, dann die finanzielle Situation der Eltern und darauf gehen auch die Lehrkräfte ein. Und da gehen die Schülerinnen und Schüler auch wirklich sehr bewusst auch auf die Schulleitung ein und sagen, was sehr interessant ist, sagen nicht, ich habe ein Problem, meine Familie leidet unter dem und dem, sondern sind sensibilisiert dafür, dass die Schülerinnen und Schüler eben diese Belastungen alle teilen, gehen auf die Schulleitung oder auf die Schulleiter alle zu und sagen dann, Person XY, Familie XY leidet gerade unter dem und jenem und die könnten Unterstützung gebrauchen. Und da wird tatsächlich auch Unterstützung geleistet, wodurch diese Belastungen, diese Einschränkungen kompensiert werden und wodurch eben das Lehren und Lernen an der Schule massiv erleichtert wird. Wobei es eigentlich, und das ist, glaube ich, selbstverständlich, die Schule mit einer massiven Belastung da in die Lehr-Lern-Prozesse geht.
Was auch, ich habe auch mit den Familien geredet und auch die Familien sind sich darüber im Klaren. Also selbst die Familien sagen, was für eine Entlastung die Schule und die Lehrkräfte für ihre Kinder sind und dass die Kinder eben auch zu Hause erzählen. Und um es nicht so lang zu machen, die letzten drei Punkte, was notwendig ist, um das an der Our-Bridge-Schule möglich zu machen, was da möglich gemacht wird, ist eine große Flexibilität. Also eine große Flexibilität zum einen in dem, was die Lehrkräfte tun, dass wenn sie sehen, dass da ein gewisser Bedarf ist, dass sie darauf eingehen, aber auch, und das muss man jetzt auf Schulorganisationsebene sagen, was seitens der Schulleitung oder eben seitens Michael und Paro auch gemacht wird und allen anderen natürlich auch, die wir nicht kennenlernen durften, außer Heitam, ist, dass sie auf der Ebene auch auf die Bedarfe der Schülerinnen und Schüler eingehen. Was ich damit konkret mache, oder was ich damit beispielsweise meine, ist, dass an der Schule Fächer etabliert sind, von denen eben auch die Schülerinnen und Schüler, kann man sagen, schwärmen, die eben die ihnen das Leben erleichtern. Also das ist nicht nur dieses, was wir kennen, Mathe und Sprache und keine Ahnung was, sondern die haben da das Fach zum Beispiel Meditation, was ihnen sehr viel gibt, wo mir auch die Lehrkraft erzählt hat, dass es wirklich oft vorkommt, dass Schülerinnen und Schüler dann anfangen, im Unterricht zu weinen. Das ist das Fach Papercraft zum Beispiel, wo sie einfach kreativ und komplett frei sich entfalten können. Und diese Fächer haben die Schülerinnen und Schüler auch angesprochen. Also da ist es von Vorteil, dass die Schule nicht nur die Linie fährt, dass sie den Schülerinnen und Schülern möglichst viel Input gibt, sondern eben auch auf ihre Bedürfnisse und Voraussetzungen eingeht. Das ist ein aufsuchender Ansatz, den habe ich gerade schon beschrieben, auf allen Ebenen der Schule, der das eben ermöglicht. Und dieses Verantwortungsbewusstsein, diese Sensibilität auch wieder auf allen Schulebenen, die den Schülerinnen und Schülern, damit eben den Gesamtfamilien entgegenkommt, all das und noch vieles mehr, aber es sind 8 Minuten, die ich 100% schon überspannt habe, die es den Schülerinnen und Schülern möglich macht, trotz ihrer Bedingungen und trotz der Situation, in der sie leben, man muss sich ja vorstellen, unter welchen Bedingungen sie leben, trotzdem Lehr-Lern-Prozesse erfolgreich bewältigen können und sogar erzählen. Das Thorsten Bohl hat voll von der staatlichen Schule geredet, die es eben parallel auch gibt, wo sie eigentlich ihre Zeugnisse und Zertifikate bekommen. Die Schülerinnen und Schüler erzählen aber, dass es an der Our-Bridge-Schule sehr viel fruchtvoller für sie ist und sehr viel lehrreicher für sie ist, eben diese Prozesse an der Schule durchzuführen und dass sie sehr viel lieber an diese Schule gehen. So, jetzt höre ich auf, bevor ich meinen Zeitrahmen noch mehr überspanne. Es tut mir leid. Vielen Dank, Josef, für den Einblick in das erste Teilprojekt und es gibt sicherlich spannende Punkte, die wir nachher zusammen diskutieren. Damit übergebe ich an Luisa für das zweite Teilprojekt interne Perspektive. Ja, vielen Dank, Josef. Danke auch, Markus. Ich habe mich mit der Forschungsfrage beschäftigt, wie die internen Akteure und Akteurinnen der Our-Bridge-Schule Schulentwicklungsprozesse wahrnehmen. Wir verlassen jetzt also diese Ebene zwischen den SchülerInnen und den Lehrpersonen und gehen über auf die nächsthöhere Ebene, das Kollegium der Schule. Sie sehen jetzt hier ein sehr umfangreiches Kategoriensystem. Das ist entstanden aus den Interviews, aber auch aus dem Forschungsstand, den es bereits gibt. So detailliert möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, sondern Ihnen gerne die zentralen Kategorien einmal vorstellen. Das bedeutet, dass diese Kategorien erhoben wurden und dann in den Interviews geschaut wurde, ob diese Kategorien und wie diese Kategorien von den InterviewpartnerInnen eben angesprochen wurden. Das war einmal die Steuerung der Organisation selbst, der Schule, dann die Motivation, Einbindung und Kooperation innerhalb des Kollegiums und mit der Schulleitung, dann die kollegial ausgeprägte Unterrichtsentwicklung, dann der Unterricht, der vor allem beziehungs- und spielbasiert gekennzeichnet war, das wichtige Bezugssystem der staatlichen Schule, von dem auch Josef gerade schon gesprochen hat, was die Leistungsdimension betrifft, aber auch natürlich den Schulalltag der Schüler und Schülerinnen ganz klar mit beeinflusst. Dann die Wahrnehmung der befragten Akteure und Akteurinnen zur Schulentwicklung selbst sowie die Orientierung am Mehrwert für die SchülerInnen. Was sind also nun die zentralen Ergebnisse, die in den Interviews mit den
Lehrpersonen, mit der Schulleitung und auch den Schulverantwortlichen entstanden sind. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, dass die Schulverantwortlichen, also die für die Schule zuständigen Mitglieder im Our Bridge Verein, eine zentrale Rolle in der Schulentwicklung einnehmen. Das unterscheidet sich interessanterweise von der Wahrnehmung der Lehrpersonen, die die Schulentwicklung als sehr kollektiv wahrnehmen, aber vor allem verbessernd. Hierbei ist die Zieldimension der Unterricht. Zieldimensionen können sonst auch sein die Personalentwicklung oder die Organisationsentwicklung für die Schulleitung, aber auch das LehrerInnenkollegium war es jedoch der Unterricht, der ganz klar für Schulentwicklung wichtig ist. Personalentwicklung meint in der Our Bridge Schule, dass Checklisten eingeführt wurden, die formalisierten, aber auch informellen regelmäßigen Gespräche zwischen dem Kollegium, Schulleitung und den Schulverantwortlichen, sowie befristete, aber auch wertegebundene Arbeitsverträge. All das ist wichtig, um Schulentwicklung stattfinden zu lassen. Das Kollegium selbst ist familiär und freundschaftlich, so beschreibt es das Kollegium selbst und auch die Schulleitung. Hier ganz zentral die Aussage, dass man im Kollegium auch mehr Zeit verbringt als manchmal mit der eigenen Familie zu Hause. Und das kann durchaus auch motivierend sein. Motivierend dafür, gemeinsam Unterricht auszuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Diese Ausarbeitung von Unterricht basiert dabei ganz oft auf eigenen Erfahrungen und Online-Recherchen. In der Vorstellung, wie sich die Schule weiterentwickeln soll, gibt es Unterschiede zwischen der Schulleitung und dem Kollegium gegenüber den Schulverantwortlichen. Diese Unterscheidung bezieht sich einmal darauf, dass es größer gedacht werden könnte, dass es auch schön wäre, wenn andere Camps eine solche Schule hätten wie die Our Bridge Schule. Von Seiten der Schulverantwortlichen ist die Zukunftsvorstellung eher dahingehend, dass das Bildungsangebot ausgebaut wird, auch für ältere SchülerInnen. Für alle gleich ist jedoch, dass die Funktionen der Schule in der Beziehungsarbeit zwischen den SchülerInnen und LehrerInnen besteht, damit Our Bridge eine Art Zuhause ist. Somit auch ein Rückzugsort von den, wie Josef bereits schon erwähnt hat, auch sehr belastenden Lebensbedingungen im Camp. Our Bridge soll eine Zukunftsperspektive sein, motivieren für die eigene Zukunft, aber auch Disziplin und Leistung vermitteln. Somit richtet sich das Angebot an die Leistung, aber auch das Wohlbefinden der SchülerInnen. Man muss dazu sagen, dass in den Prozessen der vergangenen Jahre immer mehr auch die Leistungsorientierung einen Anteil genommen hat in der Gestaltung des Schulalltags und dieser auch zunehmend als Stress für die SchülerInnen erlebt wird. Die durchaus entlastende Vorstrukturierung, die der Schulalltag bietet, kann somit nicht ausschließlich die Funktion von Wohlbefinden erfüllen. Aus diesen Punkten ergeben sich Diskussionspunkte, also die Forschungsergebnisse führen zu Diskussionspunkten. Einmal kann man sich fragen, ob Our Bridge denn tatsächlich als reine Schule bezeichnet werden kann oder ob es nicht eher eine Mischung aus Schule und Hort ist. Der aktuelle deutsche Forschungsstand kann dann die Beziehungsarbeit, die auch bei Josef deutlich hervorgetreten ist, nicht in Gänze abbilden. Die hohe Relevanz von Beziehungen konnte sich nicht so einfach eingliedern lassen in den herangezogenen Theoriebereich. Eine Frage, die auch aufgetreten ist und besonders in der Unternehmensentwicklung auch immer spannend ist, ist, wie mit Widerständen umgegangen wird. Und so ist auch die Frage, wie in Schulentwicklungsprozessen in Our Bridge mit Widerständen umgegangen wird. Und hier ist die Frage, ob das kollektive Erleben im Kollegium, die Wertschätzung und auch kommunikative Nähe zwischen den AkteurInnen zu weniger Widerständen führt oder ob es ein geringeres Bedürfnis nach Autonomie der Lehrpersonen gibt. Weiter kann man fragen, ob
der wahrgenommene, also von den Lehrpersonen selbst wahrgenommene Bedarf an Professionalisierung, auch die hohe Motivation zur eigenen Weiterbildung erklärt. So haben viele der Lehrpersonen davon gesprochen, dass das Studium sie nicht unbedingt darauf vorbereitet hat, pädagogisch in dieser Nähe mit den SchülerInnen zu arbeiten, das aber innerhalb des Kollegiums durchaus zu eigener Weiterbildung und Unterstützung gekommen ist und da eine hohe Motivation für da ist. Weiter kann man noch betrachten, in welcher Form Schulentwicklung anhand der Verbesserung des Unterrichts bemessen wird. Der Fokus ist ja der Unterricht für viele in der Aubitz-Schule. Und trotzdem scheint es noch an genauen Qualitätssicherungswegen zu fehlen. Also gibt es für die Unterrichtsqualität vielleicht strukturelle Erhebungsmethoden, die noch etabliert werden könnten. Und zu allerletzt der Punkt des Wohlbefindens der SchülerInnen, ob das Wohlbefinden der SchülerInnen mit der Vision eines Leistungszuwachses oder der Ausrichtung an eher schulischen Werten zu kollidieren, ob das miteinander kollidieren könnte. Genau, das sind die zentralen Diskussionsfragen, die ich gerne später mit Ihnen noch weiter besprechen würde. Und damit wir nun aber noch einen größeren Blick auf die Schule bekommen, überreiche ich an Silke, die sich mit der externen Perspektive auf die Schulentwicklung beschäftigt hat. Ja, hallo, schönen guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank, Luisa, für die Überleitung. Ich werde jetzt den dritten Teil dieses Forschungsprojektes vorstellen, die Ergebnisse und Diskussionspunkte zur Forschungsfrage, welche Funktionen, Gelingensbedingungen und Schulentwicklungsperspektiven sehen externe Akteure für das Bildungsangebot der Nichtregierungsorganisation Aubridge. Es gibt vier Unterfragen, die jetzt hier aber nicht ausführlich besprochen werden sollen, sondern nur kurz angerissen. Letzten Endes ergeben sich aus den Funktionen und Gelingensbedingungen auch Fragen nach dem Leitbild der schulischen Bildung an der Aubridge-Schule und auch die Vorstellung von Schulqualität. Also welches Bild von einer guten Schule haben denn die externen Akteure, die über Aubridge hier berichten? Die Entwicklungsperspektiven und Innovationen, die berühren drei Bereiche, Organisation, Personal und Unterricht. Und ich habe mich gefragt, inwiefern in diesen Antworten oder Diskussionsbeiträgen oder Interviewbeiträgen der externen AkteurInnen Implementierungstransfer und Skalierungsstrategien sich ableiten lassen. Also wie geht die Schule mit der mit den Anforderungen, Innovationen in ihren Bereich zu integrieren um? Um die Steuerung der Schulentwicklung näher zu betrachten, habe ich die Perspektive der Educational Governance gewählt, weil diese Perspektive es ermöglicht, Akteurskonstellationen abzubilden. Also wie gehen die AkteurInnen in der Schule und auch außerhalb der Schule, wie arbeiten die zusammen, wie koordinieren die ihre Handlungen, wie sprechen sie sich ab, wer nimmt Einfluss auf welche Teile der Schulentwicklung. Und zu guter Letzt hat Thorsten Bohl ja schon erklärt, dass wir als theoretische Rahmung das Angebot, ein aktuelles Angebotnutzungsmodell herangezogen haben. Und ich habe am Schluss dann eben versucht, auch meine Ergebnisse in dieses Angebotnutzungsmodell zu integrieren und dieses Modell dabei für die Aubridge-Schule auch zu konkretisieren. Das Kategoriensystem ist auch hier etwas erschlagend und würde den Rahmen von 8 Minuten doch auch deutlich sprengen. Ich würde hier nur ganz kurz sagen, dass es gegliedert ist in die drei Hauptbereiche, die sich aus der Fragestellung ergeben. Einmal ganz oben die Funktionen und die intendierten Wirkungen, die die externen AkteurInnen für die Schule Aubridge sehen. Dann die Gelingensbedingungen für dieses Bildungsangebot, das schon besteht, aber auch für mögliche Schulentwicklungsperspektiven. Und zum Schluss die Schulentwicklungsperspektiven, die für das Projekt Aubridge von den externen AkteurInnen gesehen werden. Ich würde jetzt aus diesem Kategoriensystem die wichtigsten Ergebnisse herausnehmen und versuchen, anhand dieser Zusammenhangsgrafik etwas näher zu erklären. Zum einen ist es ähnlich, wie auch schon Josef berichtet hat im ersten Teilprojekt, kam auch aus den Interviewbeiträgen der externen AkteurInnen
die Bedeutung der Kontextbedingungen für die Gestaltung des Angebots der Schule Auerbridge zum Tragen. Man sieht hier, dass die Kontextbedingungen, diese transgenerationale Traumatisierung, die fehlende Lebensperspektiven und die materiellen, physischen und psychischen Mangelsituationen im Camp, die nicht nur die Kinder, die die Schule besuchen, eben beeinträchtigt, sondern auch die Familien, die ergeben sich aus der Geschichte des Genozids, der Flucht und des Lebens im Camp. Und wir sehen auf der anderen Seite dieses reduzierte staatliche Bildungs- und Fürsorgeangebot, das wir auch insofern untersucht haben, als dass wir auch AkteurInnen des staatlichen Bildungssystems interviewt haben. Zum einen haben wir die Schule im Camp besucht oder eine der Schulen im Camp und den Schulleiter dieser Schule interviewt und auch einen Schulleiter einer staatlichen Schule außerhalb des Camps und auch eine Dame aus dem Bildungsministerium. Und wir konnten da feststellen, dass diese Bildungsangebote, die die SchülerInnen erfahren, von staatlicher Seite doch sehr, sehr stark reduziert sind und auch praktisch kein sehr großes Fürsorgeangebot besteht. Aus diesen Kontextbedingungen raus ergibt sich dann für die Schule Auerbridge, ähnlich wie Josef das bereits dargestellt hat, ein sehr, sehr stark bedürfnisorientiertes, kompensierendes Angebot. Das heißt, dieses Angebot ist viel mehr als nur Unterricht. Das bezieht die außerunterrichtlichen Aspekte mit ein. Es bezieht die Fürsorge der Lehrpersonen auch außerhalb des Unterrichts im Camp mit ein. Das heißt, der Hilfeaspekt in der Bildung steht neben dem Unterricht sehr, sehr zentral im Vordergrund. Das bedeutet, dass Auerbridge auch Familienaufgaben übernimmt. Wir haben es gerade vorhin schon gehört, ja, diese Sorge um das Wohlergehen des Kindes, auch die hygienischen, medizinischen Aspekte der Sorge für das Kind, der sichere Ort, eine Strukturierung des Lebensalltags. All das sind Funktionen, die normalerweise, wenn wir hier in Deutschland auf Schule schauen, den Familien zugesprochen werden. Hier ist es sehr, sehr stark im Aufgabenbereich der Auerbridge-Schule übergegangen. Damit die Schule dieses Angebot überhaupt so aufrechterhalten kann, sind natürlich personelle Faktoren hier auf der rechten Seite extrem wichtig. Und wie auch Josef und Luisa schon gesagt haben, sind die Lehrpersonen ganz zentrale Akteure innen in diesem System. Sie teilen die Gesellschaft, die Erfahrungen und die Lebenswelt Camp mit den SchülerInnen. Das heißt, sie sind sehr, sehr nah dran am Lebensalltag der SchülerInnen. Sie sehen noch bevor die Kinder zu ihnen kommen, irgendwas stimmt nicht, weil sie eben im Lebensalltag im Camp mit dabei sind. Weitere sehr stark einflussnehmende personelle Faktoren sind natürlich das Auerbridge-Team, dass auch die Gelingensbedingungen in diesem System auch zu sein scheint, aus der Sicht der externen AkteurInnen. Wir sehen den hohen persönlichen Einsatz, den diese Menschen bringen, der uns unheimlich beeindruckt hat bei unserer Reise. Und wir sehen aber auch diesen hybriden familiären Hintergrund, der vieles ermöglicht, was an Auerbridge so besonders ist. Das heißt, die AkteurInnen und Akteure von Auerbridge stammen aus Familien, die eben die westliche Welt sozusagen kennen und aber auch die kurdische, jesidische Welt, die hier im Irak eine Rolle spielt. Letzten Endes ergeben sich multidimensionale Funktionen, jetzt sind wir auf der linken Seite, für die Schule, die ebenfalls weit über die Funktionen hinausgehen, die in deutschsprachigen Schultheorien diskutiert werden. Wir haben in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler einmal ja, so eine Art Konflikt, wäre fast zu viel gesagt, aber es sind zwei Schwerpunkte. Wir haben diesen starken Schwerpunkt auf einer wertebasierten, ganzheitlichen Bildung gesehen, die sich ja schon so ein bisschen an Humboldt anlehnen lässt. Eine Bildung, die weit über das hinausgeht, was die Vermittlung von Wissen angeht. Und die steht so ein ganz kleines bisschen im Spannungsverhältnis zur Qualifikationsfunktion, weil eben auch eine große Funktion von Auerbridge ist, den Kindern eine konkrete Zukunftsperspektive zu verschaffen und zu vermitteln. Und das steht teilweise etwas in der Spannung mit den Wertebasierten. Die Luisa hat es gerade vorhin schon gesagt, das Wohlbefinden der SchülerInnen und letzten Endes auch eine gewisse Leistungsorientierung treten hier in Konflikt oder können in Konflikt treten. Dann ist das, die Funktionen berühren auch das soziale Umfeld, die Gesellschaft. Die Schule hat einen innovativen Charakter, das heißt, sie wirkt auch auf das soziale Umfeld ein. Sie beeinflusst Werte, Haltungen, Normen, auch Handlungen. Ein kleines Beispiel.
Power hat es ein paar Mal erzählt, ja, das ist ja Fahrradunterricht an der Schule, ja, kein Mensch fährt im Nordirak Fahrrad. Aber wenn die Kinder dort mit dem Fahrrad unterwegs sind, wirkt das natürlich ein Stück weit auch prägend. Auch das Frauenbild war ein wichtiger Punkt, der immer wieder angesprochen wurde, das hier beeinflusst wird. Die Schule hat also auch einen innovativen Charakter und weniger einen gesellschaftsbewahrenden. Es stellt sich dann allerdings auch die Frage in Bezug auf die Enkulturationsfunktion, in welche Gesellschaft sollen denn die Kinder letzten Endes integriert werden? Wir sehen im Irak auch eine fragile Situation. Die jesidisch-kurdische Gesellschaft, die irakische Gesellschaft hat instabile Punkte. Das heißt, worauf sollen die Kinder vorbereitet werden? Auf ein Leben im Westen oder auf ein Leben im Irak, auf ein Leben im Camp oder auf ein Leben außerhalb des Camps? Das heißt, die Frage stellt sich natürlich auch, an welchen Werten und Normen will sich die Schule orientieren? Und da hatten wir dann den Eindruck gewonnen aus den Interviews, dass eben gerade auf der Basis des Our Bridge-Teams die universellen Menschenrechte ein Leitstern sind und die freiheitlich-demokratische Grundordnung eigentlich westlicher Staaten. Ein wichtiger Punkt erschien uns noch, dieses Kein-Scheitern. Das ist auch genannt worden mehrfach von externen AkteurInnen, die Schule gar nicht so gut kennen, dass Kinder an dieser Schule eben nicht fehlschlagen können. Noch kurz zu den Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Also die externen AkteurInnen sehen vor allem, das hat Luisa auch gerade schon gesagt, Möglichkeiten der strategischen Ausdehnung. Das heißt, neue Angebote an der bereits bestehenden Schule, Qualitätsverbesserung, aber auch eine Ausweitung auf Sekundarstufe 2 oder eben auch neue Standorte. Die Frage stellt sich dann eben nach der Implementierung von Innovationen, wie soll das innerhalb der Schule passieren, sodass möglichst alle AkteurInnen einbezogen werden. Und letzten Endes stellt sich die Frage nach der Skalierbarkeit des Projektes, inwiefern dieses Leitbild schulischer Bildung übertragen werden kann an andere Orte oder auch auf andere Angebote innerhalb dieses Systems. Nächste Folie, Dankeschön. Ich habe überlegt, dass zur Diskussion manche Punkte vielleicht interessant sein können. Einmal diese Eröffnung von Zukunftsperspektiven durch die strategische Ausdehnung, die ich gerade schon angesprochen habe. Zum Beispiel wurde von manchen AkteurInnen erwähnt, dass Zertifikate auch ganz schön werden, also irgendwelche Zeugnisse, die SchülerInnen am Ende erhalten, wie das verwirklicht werden kann unter Wahrung dieses bedürfnisorientierten Angebots und dieser wertebasierten ganzheitlichen Bildung, sodass das eine nicht verloren geht durch das andere. Dann ist sehr stark bei meinen Ergebnissen zutage getreten, dass diese institutseigene Lehrpersonen Aus- und Fortbildung ein ganz wichtiger Punkt ist, inwiefern könnte eventuell auch die Schulleitung als Change Agent hier wirken und professionelle Lerngemeinschaften die Schulentwicklung vorantreiben. Ähnlich wie Luisa ist auch die Frage nach einer externen und wissenschaftlich begleiteten Evaluation hier aufgetreten, inwiefern können adaptierte Evaluationsinstrumente für diese Schule entwickelt werden. Und für mich als Praktikerin war natürlich auch die Frage hochinteressant, inwiefern bietet dieses Modell eventuell auch Anregungsgehalte für unser deutsches Schulsystem, für eventuell auch für die Entwicklungszusammenarbeit, aber inwiefern bietet dieses Modell eben auch pädagogisches Konzept für Handeln im Kontext von prekären Lebenssituationen hier bei uns in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Silke, und auch vielen Dank nochmal, Josef und Luisa, für die Vorstellung im Zeitrahmen eurer Ergebnisse. Es sind ja drei sehr ausführliche Masterarbeiten, das muss man immer dazu sagen, entstanden. Und das jetzt so runter zu kondensieren, nicht nur für den Abschlussbericht, sondern auch für die Präsentation, vielen, vielen Dank dafür. Wir werden gleich nach einer kurzen Pause, Thorsten Wohl wird das machen, versuchen, diese Teilergebnisse und Teildiskussionen, die wir jetzt schon angerissen haben, in einer Gesamtdiskussion münden zu lassen. Und wir möchten Ihnen gerne unsere daraus abgeleiteten Empfehlungen vorstellen und vor allem dann aber auch mit Ihnen diskutieren. Da haben wir dann die Möglichkeit, Fragen zu all dem, was wir bis jetzt gesagt haben, zu stellen, aber auch die Ergebnisse mit Blick auf die Zeit haben wir jetzt Pause 10 Minuten bis 19.20 Uhr. Und dann freuen wir uns, wenn Sie dann wieder hier dabei sind. Bis gleich. Okay, dann begrüßen wir Sie zu unserem zweiten Teil, in dem, wie gesagt, im ersten Schritt mit Thorsten Wohl nochmal zusammenfassend die Ergebnisse unserer Untersuchung diskutieren wird.
und Empfehlungen und Perspektiven ableiten wird im zweiten Schritt. Und dann im zweiten Teil möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen über unsere Ideen, welche Sie vielleicht haben, und mit Ihnen gemeinsam den Abschlussbericht diskutieren. Und damit übergebe ich direkt an dich. Ja, ich versuche nun so ein bisschen eine Schneise zu ziehen aus den vielen, vielen Ergebnissen und Erkenntnissen, die wir hier sicherlich gewonnen haben. Und es ist nicht ganz einfach. Und ich kann hier natürlich nur ein paar ausgewählte, aus unserer Sicht wichtige Ergebnisse berichten und auch nur ausgewählte Empfehlungen aussprechen. Nur noch mal zur Vermeidung von Missverständnissen. Das, was Sie jetzt hören, das ist ja sozusagen die Stimme von vielen internen und externen Akteuren, die hier sprechen, denen wir hier Gehör verleihen quasi. Natürlich interpretieren wir die Befunde und versuchen sie auf einer höheren Abstraktionsebene zusammenzubringen und überlegen, was wir damit machen. Aber es sind die Akteure, die hier zu Wort kommen. Und ich möchte auch nochmal sagen, es gibt viele Akteure, die viel mehr Expertise haben in der Frage, wie man im internationalen Kontext arbeitet. Wenn ich da als Beispiel nennen darf, die Leute von der SEZ Baden-Württemberg, von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg, Philipp Keil und Lauritz Novak, die auch hier sind und die mit mir beim ersten Besuch in Our Bridge dabei waren, von denen ich wirklich unfassbar viel gelernt habe in sehr kurzer Zeit. Ich habe die ausgequetscht wie eine Zitrone zum Teil, um zu erfahren, was hier eigentlich abgeht. Zum Beispiel mit Blick auf die Frage, wie sich solche Camps, solche Flüchtlingscamps finanzieren und was da im Hintergrund alles abläuft. Also wir haben ja sehr stark von der Expertise von diesen Leuten, gerade auch von den beiden, profitiert. Und da möchte ich nochmal an der Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Ja, Diskussion der Ergebnisse. Ich fasse nun also wesentliche Befunde zusammen und versuche sie so ein bisschen ansatzweise zu diskutieren. Ich hatte es eingangs erwähnt, das Angebot-Nutzungsmodell ist die Grundlage, um alles, was dort läuft, so ein bisschen zu systematisieren. Und wir haben nun hier das Angebot-Nutzungsmodell, wie wir es aus unserer nationalen Diskussion in Deutschland kennen, verändert und quasi die Befunde, die wir gewonnen haben, reingepackt. Was ist hier auffällig? Zunächst mal, wenn man sich den Kern anschaut, was hier stattfindet bei Our Bridge, ist beileibe nicht nur Unterricht, wie wir ihn vielleicht in deutschen Kontexten eher kennen, natürlich nicht überall, aber eher kennen. Man kann sagen, im Kern der Dinge findet hier ein sehr breites Bildungsangebot statt, das Schülerinnen und Schüler jeden Tag angeboten wird und von dem die auch sehr stark präsentieren. Also ein breiter Bildungsbegriff steckt hier dahinter. Dann kann man sagen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, also im Angebot-Nutzungsmodell bei uns steht hier ganz klar Lehrende immer drin. Der Begriff Lehrende trifft aber nicht die Tätigkeit der Lehrkräfte dort. Man kann vielleicht sagen, es sind Lehrende und auch Betreuende. Man kann ihnen sicherlich auch ganz andere Namen noch und Begriffe noch geben. Jedenfalls arbeiten sie mit einem deutlich breiteren Aufgabenprofil als die Lehrkräfte in Deutschland. Da ist ganz selbstverständlich, sind zum Beispiel sozialpädagogische Ansätze, lebensweltorientierte Ansätze mit dabei. Ist also ein sehr breites Profil und sehr breiter Anspruch. Die Co-Konstruktion im Unterricht, die findet in der Tat immer mit beiden statt. Das werde ich gleich nochmal versuchen, deutlich zu machen. In der Pausenhof-Situation kann man das sehr schön festmachen. Es ist eine echte Co-Konstruktion, der Versuch wirklich täglich in ein neues Arbeitsbündnis und in eine neue Beziehungsstruktur reinzukommen. Das Angebot ist ganz klar ganzheitlich. Es geht beileibe nicht nur um kognitive Prozesse. Das haben Sie jetzt vielfältig gehört. Also ein sehr breiter Lernbegriff, ein sehr breites Angebot ist hier beobachtbar. Die Schule insgesamt hat deutlich mehr Funktion, als wir einer, sage ich mal in Anführungszeichen, typischen deutschen Schule zusprechen würden. Hier gehört Sozialhilfe dazu, hier gehört Familienfürsorge dazu, hier gehört Gesundheitsförderung dazu. Und ich könnte Beispiele berichten, die ich vor allem von Michael Erg erfahren habe, was zum Beispiel auch medizinisch abläuft. Wenn die Akteure von Our Bridge mitbekommen, dass es medizinische Notfälle im Camp gibt und was sie dann tun, dann sieht man, dass das Spektrum der Aufgaben wirklich sehr, sehr breit ist. Und die Wirkungen, auch das haben Sie gehört, sind natürlich deutlich breiter, als wir das auch bei uns in Deutschland wahrnehmen, als zum Beispiel im Kontext von typischen PISA-Studien bei uns berichtet wird. Die Wirkungen hier gehen ganz klar ins Psychische, ins Psychologische, ins Soziale hinein.
Vermutlich, wenn ich das mal präzisieren darf, vermutlich gehen die Wirkungen auch ins Therapeutische hinein, ohne dass hier Therapie betrieben wird. Das muss man sehr deutlich unterscheiden. Aber wenn man sieht, wie gut es den Kindern und Jugendlichen dort geht und wie sehr die dieses Angebot genießen, ist es sicherlich mehr, wenn nur ein Angebot einer Schule. Es geht sicherlich mindestens dahin, dass ihre Psyche, ihre Bewältigungen und Strategien, die sie ja haben müssen, dass die in einer sehr positiven Weise gestärkt werden. Das ist aber, das möchte ich betonen, ein heikles Feld. Bildung und Therapie darf man nicht zusammenwerfen, aber man kann mit gelungenen Bildungsprozessen sicherlich therapeutische Ansätze mindestens auch stärken und das findet hier bestimmt auch statt. Ja, ich gehe nun auf einzelne Ergebnisse ein, die uns besonders begegnet sind und die wir als wichtig erachten. Zunächst mal der Ausgangspunkt der Pädagogik in Our Bridge stellt die Frage dar, welche Bedürfnisse haben die Kinder und Jugendlichen? Und breit betrachtet kann man sagen, natürlich ist es die gemeinsame Biografie und jeder weiß von der Biografie des anderen. Allen ist hier gemein, dass sie das Schicksal im Schingal teilen. Und das verbindet natürlich in vielleicht ganz in alltäglicher, aber auch in ganz sag ich mal, subtiler Art und Weise permanent und läuft im Alltag mit. Jeder weiß das von dem anderen und es stärkt natürlich auch das Zusammenleben innerhalb der Schule. Es gibt also eine gemeinsame Biografie. Und dann ist es so, dass die Kenntnisse des Leidens, die sind nicht abstrakt. Und das ist ein krasser Unterschied zu der Begegnung von Leiden, wie wir es in Deutschland kennen. Wir kennen Leiden größtenteils aus dem Bildschirm, aus dem Fernsehen. Das Leiden, das einem dort begegnet, steht einem gegenüber in Person, also in Person eines Kindes, das ganz real Leiden erfahren hat. Und das macht was ganz anderes mit der Pädagogik. Da kommt man nämlich nicht drum herum, diese Bedürfnisse und diese Leiden als Grundlage zu nehmen für die gesamte Pädagogik. Der Kern der Pädagogik ist nach unserer Wahrnehmung, und das hat sich in den Interviews auf allen Seiten sozusagen gezeigt, die außerordentlich hohe Bedeutung der Beziehung zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern. Was Sie hier sehen, das sind ganz alltägliche Fotos, die man dort beobachten kann. Und der schönste Beobachtungsort ist vielleicht die Situation in den Pausen oder vor Schulbeginn. Und diese Pausen werden in ganz besonderer Weise genutzt. Und das Erstaunliche oder Interessante ist, dass der Pausenhof, da wo sich die Schülerinnen und Schüler auch vor dem Unterricht treffen, der liegt geografisch betrachtet sozusagen zwischen Geflüchtetencamp und dem Unterrichtsort. Und genau das spielt sich hier vielleicht ab. Der Pausenhof ist der Übergang von der Lebenswelt des Camps in den Unterricht und in die Lernprozesse hinein. Und dass man sich dort vor dem Unterricht trifft, ist dann auch nicht zufällig, sondern das brauchen möglicherweise alle Seiten. Beispielsweise sehen Sie, wenn Sie morgens hier stehen im Pausenhof, sehen Sie, dass Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte nebeneinander herlaufen. Manchmal reden sie miteinander, manchmal reden sie aber auch gar nicht miteinander. Manchmal nutzen die Lehrkräfte die Minuten, die sie haben, um ganz schnell zu diagnostizieren und zu klären, ob es den Kindern gut geht, quasi wie so ein Raster, mal zu scannen, ob alles mit allen in Ordnung ist und wenn was nicht in Ordnung ist, dass man sofort noch überlegen kann vor dem Unterricht, was man tut. Und das ist nicht trivial. Und aus deutscher Sicht darf ich noch Folgendes anmerken. Sie müssten erstmal in Deutschland einen Lehrer oder eine Lehrerin finden, die in der Pause freiwillig rausgeht in den Pausenhof und mit Schülerinnen und Schülern spricht. Das ist mir noch ehrlich gesagt noch kaum begegnet. Es ist zuweilen eher eine Strafe, in den Pausenhof gehen zu müssen und Pausenaufsicht machen zu müssen. Und das ist krass anders hier. Und dadurch zeigt sich auch die besondere Beziehungsstruktur zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Die Funktionen der Schule, das ist so eine grundlegende Betrachtung von Schule, sind natürlich erheblich erweitert. Sie haben es jetzt in unterschiedlichen Kontexten gehört. Es gibt eine humanitäre Funktion. Es gibt eine kompensatorische Funktion zum Flüchtlingscamp, es gibt eine Qualifikationsfunktion, auch eine emanzipatorische Funktion. Man kann das sehr schön aufzeigen an dem Beispiel der Schulleiterin. Die Schule hat nämlich eine Schulleiterin, was für Nordirak extrem ungewöhnlich ist und was ein klares Signal ist der Schule, um zu zeigen, hey, bei uns, da gibt es spezifische Unterstützung für Mädchen und Frauen. Es hat natürlich eine hohe Ausstrahlungskraft und Vorbildwirkung. Natürlich gibt es ja auch eine Sozialisationsfunktion, aber das ist gar nicht so einfach. Silke hat es schon angedeutet. In welche Gesellschaft
soll man eigentlich diese Kinder hineinsozialisieren? Ich meine, ist das Geflüchtetencamp eine Gesellschaft, in die man hineinsozialisieren will? Da kommen die eigentlich her. Aber sollen die in das Camp hineinsozialisiert werden? Wir würden alle dazu sagen, nee, aber was ist die Alternative? Sollen sie in die Gesellschaft im Nordirak einsozialisiert werden? Oder sollen sie quasi auf eine andere Gesellschaft im internationalen Kontext vorbereitet werden, in der Hoffnung, dass sie die Region vielleicht auch mal verlassen können? Das sind alles wirklich offene Fragen, aber man kann die Sozialisationsfunktion nicht so leicht beantworten, wie wir es hier bei uns in Deutschland vor Augen haben. Wenn man die Kultur der Schule vergleicht mit Deutschland, einfach mal, um so ein bisschen Kontrast aufzubauen, es gibt Studien, die mit Blick auf die deutsche Schule sagen, dass das Prägende an den deutschen Schulen sei, dass sie leistungsbezogen und jugendkulturell aufgeladen sei. Leistungsbezogen und jugendkulturell. Ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, was es bedeutet, aber wenn man das mal als Beispiel nimmt, dann kann man sagen, die Schule von Our Bridge, die ist Biografie, lebensweltlich und beziehungsgeprägt aufgeladen. So könnte man das vielleicht zusammenfassen, um dann einen Kontrast zu unserer deutschen Situation aufzubauen. Es wird sicherlich sehr viel gelernt, aber man kann beileibe nicht sagen, dass Leistung in unserem Sinne hier im Vordergrund steht. Es geht weiter mit einigen Ergebnissen. Auffällig ist, dass die Schule von Our Bridge hochstrukturiert ist. Da schlägt vielleicht das deutsche Herz höher. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es so. Und man kann in der Tat sagen, diese Struktur ist sehr auffällig. Man kann die quasi in jeder Dimension beobachten, zeitlich, räumlich, sächlich. Alles ist hochstrukturiert. Als schönes Beispiel können die Schließfächer dienen, die ganz, ganz wirklich individuell hochstrukturiert organisiert sind. Und als Beispiel vielleicht für so eine deutsche Denke, so könnte man sagen, Michael, du hast es auch mal gesagt, so wir bringen so ein bisschen Deutschland hier auch rein, mitgedacht wird für die Schule. Und das Interessante hier ist ja, dass mit dieser hochstrukturierten Arbeit an der Schule sowas wie ein Gegenpol aufgebaut wird zu der extrem infrastrukturarmen Situation im Geflüchtetencamp. Das Geflüchtetencamp ist wirklich sehr unstrukturiert. Vielleicht kann man sogar sagen, es ist fast anarchisch in mancherlei Hinsicht. Es gibt ja fast keine Infrastruktur dort. Und die Kinder und die Eltern, die leben ja sozusagen den ganzen Tag ohne eine Struktur, die allermeisten. Und die Schule baut genau das Gegenteil auf und schafft nach unserer Erkenntnis dadurch die Möglichkeit, dass es wirklich echte, authentische und intensiv genutzte Lernräume auch gibt durch diese klare Strukturierung. Und die Kinder und Jugendlichen lassen sich auch auf diese Prozesse ein, wobei das nicht vom Himmel fällt. Da können wir auch in der Diskussion nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Das ist auch hart erarbeitet von den Lehrerinnen und Lehrern und von der Schulleitung von Our Bridge, dass diese Strukturierung so stark wirkt. Die interne Steuerung der Schule wird geprägt vom Schulverantwortlichen, sowohl in den großen Linien als auch in den kleinen Details. Der Alltag ist geräuschlos und funktional organisiert. Man würde sagen, das läuft, der Alltag läuft. Da gibt es eigentlich kaum Sand im Getriebe. Sehr, sehr gut organisiert. Und damit ist der Alltag einerseits extrem stabil, weil er läuft. Andererseits muss man sagen, er ist auch deswegen labil, weil der größte Teil der Organisation auf Spenden beruht und eine ganze Anzahl an Personen auch ehrenamtlich im Hintergrund mitläuft, was immer eine fragile Voraussetzung für das Funktionieren von so einer Organisation ist. Der Unterricht ist tendenziell zwar lehrerzentriert, lehrergeleitet, aber sehr kommunikativ und sehr interaktiv. Wir haben das in verschiedenen Fächern beobachtet. Da wird mit variablen Methoden gearbeitet, da wird sehr viel miteinander gesprochen, geredet, auch gelacht. Und die Atmosphäre ist sehr ruhig, sehr freundlich, sehr wertschätzend und methodisch vielfältig. Was uns aufgefallen ist, ist im Vergleich zum deutschen Unterricht, auch wenn ich das nochmal so senkrecht so sagen darf, es gibt eigentlich fast keine bis gar keine Disziplinprobleme dort. Das ist, wenn man die Anarchie des Geflüchtetencamps kennt, schon fast erstaunlich. Aber im Vergleich zu Deutschland gibt es drastisch weniger Disziplinprobleme hier im Unterricht. Und wir haben eine sehr hohe Lernbereitschaft und eine extrem hohe Motivation beobachtet. Das waren jetzt nur einige wenige Zusammenfassungen von Ergebnissen. Und ich gehe jetzt über zu den Empfehlungen, die wir jetzt aussprechen auf der Grundlage von den Daten, die wir erhoben haben. Es sind 7 Empfehlungen. Die Empfehlung 1 bezieht sich
auf die zentrale Pädagogik, nämlich die Orientierung an den Bedürfnissen und der hohe Stellenwert der Lehrer-Schüler-Beziehung, den wir hier beobachtet haben. Die erste Empfehlung lautet daher, die bisher klare Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen sollte ebenso beibehalten werden wie der Kern der Pädagogik, der in der hohen Bedeutung der Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern liegt. Nun werden Sie sagen, ja, ist doch logisch, das ist doch klar, aber es ist gar nicht so leicht. Wenn wir nämlich darüber nachdenken, und das findet ja derzeit auch statt, einen eigenen Abschluss oder einen irgendwie gearteten Abschluss an der Schule mit einzuführen, ist es ja immer damit verbunden, dass man ein Zertifikat vergibt und es hat einen bestimmten Backwash-Effekt auf den Unterricht und auf die Pädagogik. Und man muss natürlich aufpassen bei der Weiterentwicklung, dass nicht sowas entsteht wie das, was wir unter Teaching to the Test bei uns diskutieren und damit möglicherweise die Pädagogik eingeschränkt wird. Deswegen möchten wir quasi auch zurufen, das ist der Kern. Und egal was passiert, der Kern, das sollte beibehalten werden. Die Empfehlung 2 bezieht sich auf ein Thema, das wir viel diskutiert haben, das ich zum Beispiel auch viel mit Lauritz Novak diskutiert habe. Die Frage nämlich, soll die Schule möglicherweise eine staatliche Schule werden oder soll sie weiterhin als NGO agieren? Unsere zweite Empfehlung lautet, die Schule sollte weiterhin autonom bleiben und nicht als staatliche Schule agieren, weder auf dem Weg zu einem mittleren Bildungsabschluss noch auf dem Weg zu einem möglicherweise irgendwann am Horizont stehenden eigenen Sekundarstufen 2 Abschluss oder auf dem Weg zum weiteren Abschlüssen nach dem mittleren Bildungsabschluss. Wir empfehlen also, dass die Schule nicht eine staatliche Schule wird. Das kann man vielleicht locker in den Raum stellen, aber ist gar nicht so leicht, weil das natürlich heißt, dass man weiterhin von Spenden leben muss und die muss man erstmal bekommen. Das ist natürlich ein hartes Alltagsbrot auch, vor allem wenn die Schule auch größer werden will und sich weiterentwickeln will in die höhere Klassenstufe. Aber unser zentrales Argument ist, dass mit dem Betreten einer staatlichen Schulsituation und Schulstruktur und staatlichen Rahmenverordnungen die Pädagogik in Gefahr wäre. Und das kann man ziemlich lässig am Klassenteiler festmachen. Bisher, ich hatte es erwähnt vorhin, Klassenteiler 15, wenn Sie den hochjagen auf Klassenteiler 40 als staatliche Schule, dann ist die Pädagogik nicht mehr aufrecht zu erhalten. Weitere Einschränkungen in der Autonomie gingen damit einher, zum Beispiel, dass man die Lehrkräfte nicht mehr auswählen kann, dass man bestimmte Prüfungs- und Curricularstrukturen gebunden ist. Insofern empfehlen wir trotz aller Schwierigkeiten, dass die Schule weiterhin als NGO agiert. Die dritte Empfehlung bezieht sich auf das Thema Qualitätssicherung. Das fliegt hier vielleicht ein bisschen überraschend ein. Es ist auch eine sehr deutsche Betrachtung und wir möchten das auch sehr vorsichtig artikulieren. Unsere dritte Empfehlung lautet nämlich, dass die Schule ein System des Monitoring zu grundlegenden Sichtweisen und Leistungsentwicklungen bei Schülerinnen und zu grundlegenden Sichtweisen und Einschätzungen der Lehrkräfte einrichten sollte, gegebenenfalls in Kombination auch mit weiteren Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und vielleicht auch mit der Chance, die Sichtweisen von Lehrkräften noch stärker als bisher zu nutzen, um die Schule weiterzuentwickeln. Einige Aspekte zur Diskussion für diese Empfehlung. Bei dem Fokus Schülerinnen und Schüler ist es so, dass es ja gar nicht leicht zu erfahren ist, wo die eigentlich wirklich stehen mit ihren Lernergebnissen. Und es muss ja zentrale Zielsetzung der Schule sein, dass die Kinder und Jugendlichen, die die Schule verlassen, dass die wirklich basales Lesen, Schreiben, Rechnen sozusagen können und damit auch in der Lage sind, in der Gesellschaft zu kommunizieren. Und um das sicherzustellen, ist es hilfreich, systematischer möglicherweise als bisher sich davon zu überzeugen, was die Kinder und Jugendlichen wirklich können. Nicht, und das möchte ich nochmal betonen, natürlich gar nicht in einem selektiven Sinne, aber in einem förderdiagnostischen Sinne, um genauer einfach zu identifizieren, wo die Schülerinnen und Schüler stehen. Mit Fokus auf Lehrkräfte ist die Erfahrung aus den Interviews heraus, dass die sich sehr viel Gedanken machen um die Situation der Schule, um die Weiterentwicklung der Schule, eine dezidierte Sichtweise haben, Einschätzungen haben, auch immer einen gewissen Zufriedenheitsgrad haben mit der Schule. Und das könnte man vielleicht noch stärker als bisher nutzen, als Basis für Weiterentwicklung. Vielleicht auch zur Partizipation von den Lehrkräften in Schulentwicklungsprozessen. Generell also deutet diese Empfehlung nicht in eine selektive Richtung, ganz klar, das wäre hier fehl am Platz, aber durchaus in eine Richtung, die nochmal die Pädagogik und die Passung zu den Bedürfnissen und Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte zielt.
Die vierte Empfehlung bezieht sich auf die nicht leichte Frage, wie eine Profilierung nach einem mittleren Bildungsabschluss aussehen könnte. Es ist also so, dass die Kinder und Jugendlichen an der staatlichen Schule einen mittleren Bildungsabschluss machen können. Diese Möglichkeit haben sie. Jetzt stellt sich Frau Britsch die Frage, welches Profil kann man möglicherweise ergreifen in den höheren Klassenstufen, die es noch zu entwickeln gilt, wenn die Schülerinnen und Schüler einen mittleren Bildungsabschluss erworben haben. Hier lautet unsere Empfehlung, nach dem mittleren Bildungsabschluss sollten unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten angeboten werden, die sowohl ausbildungsbezogene als auch am Horizont studiumsbezogene Optionen offen halten. Dabei sollten, wenn möglich, regionale, nationale und internationale Anschlüsse und Standards mitbedacht und weitere Zwischenschritte, zum Beispiel als Vorstufen, angebahnt werden. Also man muss sich ja vor Augen haben, dass die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Voraussetzungen haben, das ist klar. Aber sicherlich werden nicht alle studieren beispielsweise, das ist ja sehr unrealistisch. Aber es gibt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die durchaus das Potenzial haben, offensichtlich eventuell mal das Abitur zu ergreifen, also eine Hochschulzugangsberechtigung zu haben und dann eventuell zu studieren. Daher empfehlen wir eine Profilierung in zwei Richtungen. Die erste Richtung könnte man vielleicht überschreiben mit dem Begriff Handwerk. Das heißt, einen Einstieg in eine Ausbildungsmöglichkeit anzubahnen, zu eröffnen. Die Richtung könnte so sein, dass es kulturell anschlussfähig ist, also Handwerksberufe anzubieten, die eine geringe nationalstaatliche Ausprägung haben, also von denen man zwar sagen kann, es gibt sie auch in Kurdistan, aber die auch international. Anschlussfähig sind und internationale Anerkennung finden. Beispiele könnten sein Holz, Metall, Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, Bäcker, Bäckerin oder Landschaftsgärtner oder möglicherweise auch technische Berufe, Electrical Engineering beispielsweise oder erneuerbare Energien. Die zweite Richtung könnte sein, zumindest für manche Schülerinnen und Schüler eine Art Stipendium zu eröffnen und damit möglicherweise eine Schiene anzubieten für einen Hochschulzugang. Man muss hier natürlich aufpassen, die Schülerinnen und Schüler haben so ein geringes kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital, dass man sie begleiten muss bei diesem Stipendium. Da kann man nicht einfach quasi Geld hinlegen, sondern braucht auch ein Betreuungs- und Unterstützungsprogramm. Das war also die vierte Empfehlung zur Profilierung. Die fünfte Empfehlung geht in die Richtung der Frage, wie man die internationale Anschlussfähigkeit vielleicht sichern kann. Und unsere fünfte Empfehlung lautet daher, den Erwerb der englischen Sprache in den Vordergrund zu stellen und zu stärken. Dazu könnte gehören, zum Beispiel das englischsprachige Curriculum aufzuwerten oder auch in den höheren Klassenstufen digitale Möglichkeiten für englischsprachige, vielleicht auch internationale Kommunikation stärker zu nutzen. Der Hintergrund dieser Empfehlung ist eigentlich ganz schlicht. Englisch ist der Zutritt in den internationalen Markt, egal was man in welcher Sparte auch immer macht. Und die Möglichkeit hier zu eröffnen, dass die Kinder und Jugendlichen mit einem sehr guten englischen Sprachprofil hier aus der Schule herausgehen, eröffnet ihnen natürlich mehr Zugänge und Möglichkeiten. Auch übrigens im Kontext von zunehmenden Bildungsangeboten im Internet, dass sie hier möglicherweise mehr Chancen bekommen, in ihrer Zukunft etwas aufzubauen. Die sechste Empfehlung bezieht sich auf die Arbeit des Schulverantwortlichen Michael Werg, der sehr stark für Innovation und Qualitätsmanagement hier verantwortlich zeichnet. Unsere Empfehlung lautet nämlich,
eine Möglichkeit zu suchen, die Leitungsaufgaben auf weitere Personen zu verteilen. Und zwar schlicht aus dem Grund, dass es immer schwierig ist, wenn zu viel an einer Person hängt, falls die mal ausfällt. Das wäre in dieser Situation für Our Bridge eine in der Tat schwierige Situation, weil das gesamte Qualitätsmanagement und die Innovation weitgehend an einer Person hängt. Eine mögliche Richtung hier könnte sein, in Richtung einer erweiterten Schulleitung zu denken, beispielsweise mehr Lehrkräfte, die im Kollegium schon länger da sind, die profiliert sind, die sehr engagiert sind, mit in eine erweiterte Schulleitung mit aufzunehmen und da vielleicht spezifische Aufgaben zu verteilen zur Entlastung von anderen. Die siebte Empfehlung bezieht sich nun auf ein anderes Thema. Silke hat es vorhin auch schon angedeutet, nämlich die Frage, ob die Arbeit, die an der Schule von Our Bridge stattfindet, nicht dupliziert werden könnte. Daher lautet unsere siebte Empfehlung, dass die Skalierung der Schule von Our Bridge auf weitere Flüchtlingscamps durchaus im Blick gehalten werden sollte. Ich sage bewusst sollte, bei aller Schwierigkeit und wenn möglich schrittweise angegangen werden sollte. Das ist allerdings ein Großprojekt von einem Ausmaß, das man sich kaum vorstellen kann. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, allein im Geflüchtetencamp in Ranke gibt es 4.500 Kinder und Jugendliche. Nur 400 davon können die Schule von Our Bridge besuchen. Also nur an diesem einen Flüchtlingscamp ist schon quasi der zehnfache Bedarf da, den Our Bridge abdecken kann. Im Irak, im Nordirak gibt es 20 Geflüchtetencamps. Und wenn man das mal hochskaliert auf den ganzen Planeten sozusagen, es gibt ungefähr 45 Millionen Geflüchtete unter 18, die sicherlich profitieren würden von so einer Schule wie Our Bridge. Innerhalb der Camps gibt es zwar zuweilen schulische Angebote, aber nach allem, was wir wissen, ist es zurückhaltend formuliert, sehr, sehr schwierig, dort überhaupt substanzielle Bildungsprozesse voranzubringen. Man kann also kurz sagen, weltweit würden sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche in geflüchteten Camps extrem profitieren, wenn sie so eine Schule wie Our Bridge vor Ort hätten und diese besuchen könnten. Aber so eine Skalierung ist natürlich unfassbar aufwendig. Und die Akteure von Our Bridge selber könnten das nicht leisten. Die sind schon mit der Schule von Our Bridge mehr als beschäftigt, sozusagen. Die einzige Chance, und das möchten wir hier auch bewusst mal in den Raum stellen, wäre unseres Erachtens, dass sich ein Konsortium aus relevanten, erfahrenen Akteuren bildet, beispielsweise aus Stiftungen, Akteure auch aus der Entwicklungszusammenarbeit, die hier sehr kompetent sind, aus der Politik, aus der Schulentwicklung, dass man quasi über ein Konsortium mal versucht, eine langfristige Strategie anzugehen und zu überlegen, wie man so eine Idee ausweiten könnte. Ich sage noch ein Klammer dazu, dass es extrem schwierig ist, wenn man beispielsweise weiß, dass Stiftungen nie langfristig finanzieren, sondern immer nur für ein oder maximal drei Jahre finanzieren. Aber so ein Projekt, so eine Skalierung, da müsste man ja in Dimensionen von mindestens mal 10 Jahren planen und eine sehr stabile Finanzierung haben, um da voranzukommen. Es ist nicht einfach, aber wir wollten den Bedarf auf jeden Fall ansprechen. Und letztlich kann man sagen, ist diese siebte Empfehlung auch ein großes Kompliment an die Arbeit von Our Bridge, weil man kann erst über so eine Skalierung nachdenken, wenn man wirklich sagen kann, hier haben wir ein Modell, das lohnt sich zu skalieren und es hat eine echte pädagogische Substanz und das hat die Schule von Our Bridge auf jeden Fall. Soweit nun unser Teil und wir können jetzt übergehen in die Diskussion.